Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich habe unsere Piper wieder mit am Start, jawohl. Und da oben geht ja eigentlich schon die Post ab, ne? Hurra, hurra, hurra. Wir werden hier jetzt ein paar Ghoulen das Leben schwer machen. Zumindest ich habe das mal so vor. Ich glaube, zuerst muss ich hier runterhüpfen, ne? Damit sich da was tut. Ja, ja, da sind sie schon. Alle, hopp. Und, wow. Alter, jetzt hat mich das Skelett erschreckt. Bam, boing, 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 bang. Zack, zack. Na, was willst du denn? Du Missgeburt. Komm nur. Ich baller die weg. Boom, boom, boom. Nein, das, stirb weg. Jawohl. Und wo ist der Nächste? Da drüben. Da drüben. Da ist er, der Kerl. Da, da, da. Wilder Ghoul. Boom. Na, treffen wir nichts. Atem anhalten. Huch. Das war unabsichtlich. Piper? Piper, wo bist du denn? Alter, spinnt sie? Jawohl! Mua! Ich glaube, das war die Piper. Die hatten getroffen. Wow. Piperlein, wo bist denn du hin? Hallo? Ah, da hinten klemmt sie. Hängt sie fest. Okay. Piper? Hallo? Mädel? Wir werden schon irgendwie wieder zusammenkommen. So. Untersuchen, frotterte der wilde Ghoul. Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Ja. Okay, das kann ich. Das gehört jetzt Spielzeug. Allerdings, Schnapp dir was Nützliches. Ich kann... einem Plan an. Echt? Cool. Ah, das Feuer tut so komisch. Ich habe schon gedacht, da gräbt sich jetzt wieder irgend so ein Mistviech aus. Schau's dir an. Na klar. So. Da wäre es jetzt... Warte mal, Handel. Schau dich um. Ich hoffe, sie kann das Zeug hier auch verwenden, ne? Ich hoffe es wirklich. Können wir ihr denn irgendwas sonst noch geben? Haben wir, weil ich bin mir recht sicher, dass wir hier wieder komplett voll mit irgendwelchen Graffeln sind, das wir nicht brauchen. Na, ihr seht es ja da, ne? Alter Schwede. Suchen, suchen. Farbdose ist nicht so schwer. Na los, komm. Schrottpatronen, so und so, Granaten. Die sind wahrscheinlich auch schwer, ne? Ach, die sind gar nicht mal so schlimm. Es ist halt das ganze Graffel hier, ne? Was eigentlich das Gewicht hier zusammenbringt. Welche Waffe habe ich jetzt schnell ausgerüstet? Also die sehe ich so jetzt nicht, ne? Sonst die taktische Pistole wäre auch mal gut. Reintun. Aber haben wir eh noch 130 Schuss. Ah, passt schon mal so. Passt schon mal so. Ja, es ist halt das viele Kleine, was wir haben. Was das Gewicht jetzt hier ausmacht. So, ein Bleistift. Stadtbibliothek Boston. Das da, ne? So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Noch ein ganzes Stück geradeaus. Nein, ich verdrück mich schon wieder. Jetzt spielt man wieder 7 Tage nicht, ne? Und dann ist schon wieder... Bäh. So. Freund oder Feind? Das Feuer, ne? Das macht schon leicht nervös.
Erkennungsmarken. Okay. Psst, nicht so laut, ey. Wovor ich ein bisschen Schiss hab, ist vor diesen Supermutanten. Ich glaube nämlich, die können richtig böse Damage machen. So, jetzt muss man da weiter geradeaus, ne? Ja, nur geradeaus und dann, ja, ein bisschen nach links. Warum geht hier der Radio? Super. Wow, alter Piper. Ist hier irgendwas? Nein. Hier ist nix. Boah, ey, ne? Also weiter da lang. Okay, nix ist. Mal testen. Okay, kein Gegner, den wir anvisieren können. Jetzt müsste es normal noch kann ein Stück für dich tun. Du musst es nur sagen. Nee, alles okay. Alter. Ich hab was gehört. Ray, der Psycho. Aha. Okay. Verstecken. Zeitung schnell. Achso, ich dachte, ich konnte da. Ganze Aufregung wegen. Piper, sei ja brav, ne? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Nur ein Geräusch. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Alter, wo quatschen die denn? Ich höre überall Stimmen. Und dann ist aber doch niemand. Schleichen wir uns mal hier ran. Hier haben wir vielleicht eine gute Deckung, sage ich mal. Ich sollte vielleicht auch speichern, ne? Speichern. Neuer Spielstand. Okidoki. Boah, ey, ne? Oh, oh. Gefahr. Ich hau mal ab. Scheiße. Wir haben die uns jetzt entdeckt, also gesehen. Der muss da drin sein, oder? Ich kann da nicht rein. Natürlich, bei so einem Dings kommst du nicht rein, ne? Scheiße! Haben sie verloren. Achso, hier, ne? Ich hab den ganzen Tag Zeit! Okay. So, dann schauen wir mal. Alter. Die wollen hier einfach nur reden. Ja, genau, die wollen nur reden. Du bist tot! Hast du gehört? Na, wo bist denn du, Arschgeigen? Umgeballert. Ih! Alter. So, ja. Ist jetzt wieder Ruhe? Patronen, Stimmpaket, ein Haufen Zeugs zum Anziehen. Ja, ich wusste es. Ich bin schon wieder mehr als überfüllt. So, passt. Perfekt. Ich muss mit dir kurz mal was reden. Ja. Du kriegst jetzt einfach wieder haufenweise Graffel. Ach du Heilige, wenn ich es anfinde, heißt das natürlich, eine Schreibmaschine, die kannst du mal haben, die hat 5 Gewicht. Sag einmal. So, da lala. Wo ist denn jetzt das ganze Rüstungszeugs? Was ich auch auf jeden Fall noch machen muss, bevor wir Level, die wir auch gut machen, die hat viel Schuss. Was wir machen müssen, bevor wir Level 15 erreichen, ist auf alle Fälle, dass wir unsere Dorfbewohner zu Hause gut ausrüsten. Denn es kann sein, dass wir jetzt bald einmal Besuch bekommen, sprich in Form von fiesen Leuten, Gegnern, die uns überfallen wollen und plündern wollen. So viel habe ich schon in Erfahrung bringen können. Und die Blanke kann ich auch haben. Und das möchten wir ja nicht. Also wir möchten ja wirklich nicht, ja, das kommt auch weg, dass wir
wie gesagt, überfallen werden, geplündert werden, dass vielleicht sogar Dorfbewohner sterben oder Schlimmeres, dass sie unsere Gebäude auch noch umreißen und was weiß ich was alles. Das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und deshalb muss ich schauen, dass ich hier so viel Zeug wie möglich sammle und es dann unseren Dorfbewohnern zum Anziehen gebe. Auch Waffen. Ihr könnt die Waffen verstärken. Keine Frage. Ihr könnt die Waffen verstärken und so, ja, und sie dann eben den Dorfbewohnern geben. So, jetzt habe ich es. Vor lauter Lesen und Schauen. Nein, ich glaube, das ist okay so momentan. Wir haben wieder nicht viel Platz, aber passt schon mal. Einen Moment. Da musste ich mal husten. So. Was? Wow. Vielleicht das Schleichen aufgeben. Ruck. Juhu. Was haben wir da? Sauberer grauer Anzug. Schön. Boah, der Busch da unten. Jetzt habe ich gedacht, da ist. Wow. Da ist jemand. Kommode ist einmal nichts. Da oben ist auch nichts, wie mir scheint. Ah, von da hat er uns eben gesehen, dann auch. Okay. Gut. Okay. Dann war's das. Gut, dann können wir uns wieder schleichen. So. Haben wir dich? Super. Suprat. Was? Supra. Froschschutzmittel. Okay. Froschschutzmittel. Gut, her damit. Also wenn uns mal kalt ist, ne, nehmen wir dann ordentlich einen Schluck vom Frostschutzmittel und dann geht es uns wieder gut. Nein, nein, um Gottes Willen. Das war jetzt nur ein Spaß. Bitte nicht im Nachmachen oder überhaupt probieren. Das ist nicht gut. Gesundheitlich. Großes Pfui-Pfui. So. Boom. Mülltonne umgehauen. Also wir müssen jetzt dann normalerweise weiter in diese Richtung hier. Ja, wir hätten es, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ist dann alles aufgeladen? Jawohl. Vielleicht, es ist ruhig. Es ist schon fast, es ist ja eigentlich schon fast zu ruhig, ne? Wow, komm, Quark. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja, sowieso. Okay. Ist das gut so? Wir müssten jetzt nochmal in dem Gebiet sein, denke ich mal. Das ist nur die Frage. Nochmal noch da ein Stückchen vor und dann da scharf nach links. Boah, ey, na, es ist schon unheimlich. So eine riesengroße Stadt, ne? Swan. Müssen wir den töten? Du, wir betreten jetzt das Boston Common. Von hier kommen die Leute nicht mehr zurück. Schön, ich freue mich. Das heißt, wir tun auf der Stelle mal speichern, ja, weil wir es können und weil es mir wahrscheinlich den Arsch retten wird. Führungsbot. Nee. Hallo. Wow, radioaktiv, hurra, sehr schön. Ja, die rennt einfach mal so durch, ne? Das ist dir ja komplett wurscht. So, dann nehmen wir glatt mal das Blutblatt mit. Hallo, ne? Und so. Wow! Das wollte ich so nicht. Gottes Willen! Was bist denn du für ein Viech? Alter, ich bin schon so gut wie hin. Wow, ich bin hin. Ich wollte nur mal schauen, was das ist. Gut, dass ich gespeichert habe. Scheiße. Ja, das habe ich eh schon befürchtet. Ist das mein Quest? Nein, das ist nicht mein Questziel, ne? Da kann ich, ja, langsam mal. Da kann ich drum herum gehen. Das ist dann für später der Kerl da. In Klammer hoffe ich. Okay. Aber trotzdem in die Richtung, ne? Was? Was, hä? Raider-Abschaum. Die ganze Aufregung wegen nichts. Der Ernst. Will ich gerade nicht die bisschen. Nix, da war gar nichts.
Hier müssen wir her. Freedom Tail Markierung. Bist du Freund oder Feind? Führungsspot, hallo. Patriot im Boston kommen. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Okay. Na dann, ein Reiseführer. Geschichte des Boston Common. Gehen. Freedom Trail. Ja, fangen wir mit Freedom Tail Trail an, erzähl oder? Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Danke. Okay. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier Servus. Beginnt der Freedom Trail. Ja, kannst du noch was sagen? Geschichte des Boston Common? Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert Jahre zurück ins Jahr 1775. Das sind einige Jahrhunderte. Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen. Angeführt von General Thomas Gage wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith, versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General? Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith gegen Mitternacht mit 700 Rotrücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Okay. Sonst noch irgendwas? Kann man das überspringen? Nö, so nicht. Hier beginnt der Freedom Trail. Ja. Gehen, Reiseführer, fragen wir so noch. Bist du ein Reiseführer? Fehler, Antwort nicht erkannt. Okay, na dann. Tschüss und danke für die Info. Gut, dann untersuchen wir das Ganze mal. Und A. Irgendein Code. Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf, ne? Für den Fall der Fälle, wo tun wir das hin? Wo schreibe ich das hin? Schnell ein Zettelein. Ein Zettelein, lalala. Ah, da habe ich schon eins. So. Also, okay, erster Hinweis. Hinweis haben wir 7 und A. Na gut, und dann? Und jetzt? Eine Kyro-Kapsel. Schön. Okay, da geht nichts. Ich hätte gehofft, dass da irgendwas passiert oder so. Zumindest schaut es aus wie eine. Wie ein Gefrierschrank für Menschen. Ja, wir sind jetzt schlau. Also. So schlau wie früher. Also, Moment einmal. Ja, ich würde mal sagen, schau mal nach. Wo müssen wir denn jetzt bitte hin? Wieder zurück. Overland Station. Wieder zurück. Okay, das war's dann schon. Das war's dann schon. Good Neighbor. Da können wir eigentlich auch gleich hin, wenn wir schon mal da sind, ne? Also,
da lang dann normalerweise, ne? Ja, genau. Na dann. Wir marschieren durch die Stadt. Tralalalala. Park Street Station. Oh yeah. Wir marschieren durch die Stadt. Tralalalala. Es ist ja so wunderbar. Hulali, trala. Halt. Wilder Ghoul. Es war wieder klar, dass solche Sauviecher da sind, ne? Geladen ist alles. Piper? Bei Fuß. Brav. Da könnt's gleich zur Sache gehen. Und der nächste Nachruf. Jawohl, und ist schon soweit. Jawohl, komm her, riskiert. Boom hat's gemacht. Und es hat Boom gemacht. Tralala. Was? Da ist auch einer. Hilfe! Oh, ah, ah. Alter. Hör auf. Entschuldigung für das viele Alter, aber... Wow. Alter Piper, spinnst du? Kannst nicht vorne umlaufen, wenn ich da gerade das erschießen will. Wo ist er hin? Arschkopf. Juhu. Na, wo ist er denn? Auf wen ballerst du denn? Hallo? Da drüben. Erlaubt dich zu verstecken. Kaboom. Ist jetzt Ruhe? Die sind wohl endgültig verschwunden. Schaut gut aus. Patronen. Eh besser aufgehoben. Ja, ne? Vorkriegsgeld. Da drüben ist irgendwo einer gestorben, oder? Kronkorken, Dinnergabel. Was macht ihr mit einer Dinnergabel? Naja, wahrscheinlich war das damals sein Andenken an seine Omi. War. Okay. Die ihm das vererbt hat. Goldenes Sturmfeuerzeug. Man kann ja auch dann später im Dorf, man kann ja... Franklin. Was? War! Piper. Alter, habe ich den gerade erschossen? War ich das? Ich habe den erschossen. Spielzeugdingens. Die Musik hört nicht... Doch, sie hört auf. Ich brauche mal so ein... Ja, genau. Rein damit. Da drüben liegt auch einer. Kronkorken, Lederrüstung, Gunnar Flanellhemd und Jeans. Was haben wir hier drin? Patronen, Schrottpatronen, Splittergranate, taktisch kalibriert, Impro-Reptiergewehr wahrscheinlich, Aluminiumkanister. Kanister für ein Aluminium und ich bin wieder voll. Hey, bleib wohin? Einmal stehen und nimm das Graffel ja hier. Was du brauchen kannst. Ja, Graffel. Du kannst das Graffel tragen. Alles, was wir nicht brauchen. Ja, rollen. Das wird wieder ganz unten sein, hoffe ich mal. Knochen des rechten Arms. Wofür das wohl gut ist, das ist sicher auch mal eine Quest. Lebensmittelpaste. Okay. So, das kannst du haben. Das kannst du behalten. Das ist nur für dich. Für den Moment. Sauberer Anzug. Der hat auch 3 Gewicht. Es wäre noch schön, wenn man hier sehen könnte, da, dass es, also wie viel sie tragen kann, ne? Die Schweißerbrille hat nicht so viel Gewicht. Habe vergessen dazu zu sagen, zu dem Spiel hier, was ich da gerade zocke, ne? Ich habe noch kein DLC drauf. Das kommt aber noch, denn ich werde, ich meine, ich produziere es zwar wieder vor, aber ich glaube nicht, dass wir heute noch Stufe 15 erreichen werden. Somit verpassen wir nichts, denn soweit ich weiß, ist das erste DLC... Das da kommt auch mal weg. Ich dürfte das erste DLC mit Level 15 oder so starten. Das heißt, ich habe noch nichts verhaut oder was übersehen. Und somit... Tischventilator, der ist sicher auch schwer. Ja. Und somit möchte ich mir morgen gerne, wie gesagt, das DLC-Paket kaufen. Werde das dann gemütlichst installieren und dann nächste Woche, Freitag, wenn ich wieder die neue Aufnahmesession mache für die Woche drauf, dann können wir vielleicht schauen, ob wir schon Level 15 erreichen können und somit dann auch
das erste DLC, sage ich mal, dann starten können. So. Dreigewicht, da hat was Dreigewicht. Die Kamera, ah, die lasse ich lieber mal. Hat sonst noch irgendwas mega schweres Gewicht, du da? Metalleimer, echt, war so schwer? Na super, ne? Ach, da ist einem gleich leichter ums Herz, ne? Die Machete, die habe ich nicht ausgerüstet. Was dann? Wurscht. Lassen wir mal. Gut, aufgeladen sind wir, gesund sind wir auch. Das ist mir jetzt glatt ein Speichernwert. Ein Spielstand. Gespeichert. Tralala. Und weiter geht's. Tralala. Ist denn hier im Bus noch was? Bäh, außer eine Leiche. Mehrere Leichen. Arme Schweine. Was haben wir hier? Haarklammer Chat. Ich spreche das wieder falsch aus. Das ist sicher irgend so ein Markending. Greaser, Jacke und Jeans. Wah, das wollte ich so nicht. Falscher Knopf. Ja, so. Jetzt habe ich mich selber erschreckt, weil ich das kann. So, was haben wir da noch drin? Eichhörnchen am Stiel. Köstlich. Bourbon. Vanille-Bourbon. Ja, ne? Da schaust du blöd. Gut, hier haben wir auch alles. So. Dann. Nuka-Cola. Dann, wo müssen wir denn jetzt hin? Sind wir jetzt endlich mal da? Ja. Ich denke mal, dass es das Gebäude, das da sein wird. Hallo? Freund oder Feind? Oder hier? Was? Supermutant, dein Ernst? Oh Scheiße, das ist aber gar nicht gut. Die können sprechen? Ernsthaft? Die können wirklich sprechen? Den müsste ich fast wegsnipern. Wegsnipern. Wieso sind meine Waffen schon wieder futsch? Ach komm. Aber ich muss doch da lang eigentlich, ne? Warum? Piper, sag mal warum. Ist das schon wieder nicht in Ordnung? Also, Inventar. Die lieben Waffeleins. Das Gewehr. Nanu, wo ist denn mein Scharfschützengewehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es gut, warte, Favoriten legen, wenn ich... Impro-Gewehr habe ich da, die Pistole, Machete, aber kein Scharfschützengewehr, das fehlt mir. Würde ich sagen, ich hau die Granate hier hin. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, ob man die... Da muss man, da braucht man, glaube ich, so ein... Sag ich mal, ein spezielles Gewehr, dass man die schießen kann, oder? Ist er weg? Der sitzt da, ne? Schauen wir mal, ob ich den so... Wow! Bam, bam. Okay, geht nur einmal. Ja, das hat super hinge... Was? Wo? Wer? Das hat super hingehauen. Ehrlich. Wo ist er hin? Trottel? Ah, da ist er. Au. Au, au, au. Na, würdest du mal was? Bitte. Wo ist er denn? Da. Jura! Warte, da ist noch einer. Wer? Was? Aua! Wer? Wo? Warum? Wie konnte er jetzt da treffen? Dieser Bastard. So, nachladen. Vielleicht sollte ich mal was essen, ne? So. Treffe ich überhaupt was?
Au, 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 au. Alter, schieß mir die Ding nicht um, ne? Liegt der überhaupt ein Schaden? Treff ich was? Schaut nicht wirklich aus, oder? Vielleicht soll ich noch was essen? Irgendwann habe ich... Also irgendwas... Ich hoffe, ich habe da was getroffen. Die Piper ruht sich aus, ne? Irgendwie reden die wie so ein... Weiß ich nicht. Jawohl, den ersten haben wir schon. Boom, boom, bam, Clash Chepper. Muha. Wo bist du? Da, Arschkopf, ich seh dich. Wow, weg da. Ja, ja, duft, 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 duft. Arschkopf. Ja, noch ein Supermutant. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Jawohl, ja. Wo ist denn der Trottel? Trottel? Piper, alles gut? Was? Wo ist er denn? Der Kugelhupf. Siehst du ihn? Ich sehe den Deppen nicht. Ah, ist gut versteckt. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal plündern, oder? Wird wahrscheinlich da oben irgendwo sein, oder? Da oben kann ich mir vorstellen. Also, Kronkorken, Patronen, Haarklammer. Flanke und Imbro-Gewehr. Der zweite, Patrone, kurze automatisches Imbro-Gewehr. Gut, der nächste. Was? Schrotpatronenknochen des rechten Fußes. Bäh. Ekelhaft. Was sagst du dazu? Bäh. Ne? Geht. Ist das grauslich. Aber da ist noch ein dritter verreckt irgendwo, ne? Ah da, schau mal, der wärmt sich gerade. Dahin ist auch weggestorben. Viele. Aha. Patronen, mächtige Impro-Scharfschützengewehr, sehr gut. Und Planke. Noch bin ich nicht überfüllt. Die reden wie so Oger, ne? Von World of Warcraft habe ich das Gefühl. Impro-Pistole, haufenweise Rüstung und Lederkombi. Und ich bin schon wieder voll wie ein Christbaum. Was kann ich für dich tun? Handel bitte. Solange wir noch die Zeit dazu haben. Beeilung, 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 Beeilung. Das Scharfschützengewehr möchte ich gerne mir selber da zur Zeit behalten tun. Das kriegst du mal. Und die Futter in Dosen. Ja, ich habe so viel Graffel. Kaputte Lampe, das ist alles schwer und furchtbar. Furchtbar, echt. Also das kommt einmal weg, das und das. So wie als ob dieses und jenes. Nudelsuppen haben wir auch noch. Hm, ich liebe Nudelsuppe. Ich liebe Nudelsuppe. Wirklich wahr. Ist einer meiner Lieblingssuppen, die es gibt. Gemüse, Nudelsuppe, boah. Ach, ich darf nicht dran denken, kriege ich gleich wieder Hunger. Plus 22 Schaden. Ich lasse das mal da. Wir sind wieder ein bisschen leichter geworden. Zeitungskäuferkappe. Das passt aber mal so. So, wir tun schleichen, schleichen, schleichen. Gibt es hier was umsonst? Gratis und zum Haben? Was? Das wäre ein guter Kram. Weg. Was? Einfach so. Wo ist denn jetzt hin? Spinnt sie? Molotov Cocktail. Ich nehme das mal ganz flott mit. Ich weiß, ich bin schon wieder voll überladen. Bissiger Mischling. Mahlzeit. Piper? Joppel, wo bist denn? Ich verstehe die Alte nicht. Komm schon! Ich verstehe die nicht. Hoffentlich.
Oh, ich bin ein kleiner Arsch. So. Wo ist er denn? Bist du noch immer da? Fällt mir was? Zucken tut er, glaube ich, ne? Zumindest schaut es aus, als wenn er zucken wird. Trottel, wo bist du? Oh, Trottel ist weg. Wah! Mir ist schwummrig. Okay, Essen ist auch schon. Tschüss. Wo bist denn du, Idiot? Wah! Wah, schnell weg. Alter! Wo du sein, du? Würdest du mal die Güte haben, zu verrecken? Yeah! 10 Punkte! Nein! Verflixt! Und ich habe nicht gespeiert, ne, ich Trottel. Jetzt bin ich beim Friedhof, glaube ich, ne? Weil, das wäre jetzt gar nicht gut. Ja, ich glaube, weil wir haben auch nur Level 10 und statt 11. Ach, Kacke. Ja, das bin ich. Und Friedhof, ne? Nicht Friedhof. Ja, Friedhof. Das heißt, da vorne kann man schon schleichen. Oder ich kann mich schleichen. So, versteckt. Ist das jetzt wieder Käse? Was sagst du, Piper? Käse. So, Supermutant. Der muss umgeschossen werden. Wo ist er? Ich weiß, er ist gerade aufgestanden. Hallo? So, schön verstecken. Wo ist er denn? Treffe ich was? Muss ich das nochmal machen? Pfui! Da ist er. Mal ein bisschen nachladen. Ja! Ja! Super! Der nächste. Was machst du da, Piper? Was? Wo ist er denn? Ah, da oben! Boah! Wah! Ja auf! Hey, gehst du wirklich da? Was ist da? Das kann jetzt sein, dass der mich so trifft. Arschloch. Irgendwie, ich sehe ihn nicht mehr. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr sehen? Geht's von hier aus? Ja, von da aus wird's gehen. Alter! Ist jetzt hier unten? Alter, treffen musst halt auch, ne? Jawoll! Nochmal, wup, Stufe aufgestiegen. Alles gut mit dir? Wie viele Steambags habe ich denn eigentlich noch? Okay, sie steht hier schon auf. Gefahr, warum Gefahr? Hinter mir? Rauf. Da, das looten wir mal.
Was hast du vor? So, das nehmen wir auch mit. Ist denn da wer? Das nehme ich auch mit. Ich bin ja kein Hund. Habt ihr das gerade gehört? Ich bin ja kein Hund und der Part ist auch zu Ende. So, ich loot das hier jetzt mal. Nochmal ganz schnell. Piperlein, wo bist du? Kann ich was für dich tun? Du musst es ja, nur sagen. Ja, warte, gleich. Wir beenden hier mal. Bleib hier. Nach dir. Schau dich um. Bleib hier. Geh ja nicht weg. Weil das ist böse. Böse, schlimm und keine Ahnung, furchtbar. So. Ja, ist so. Das kann sie auch haben. Na fein. Dann würde ich sagen, während ich das Inventar hier noch ein bisschen mir zurecht ausräume, würde ich sagen, beenden wir den Part auch wieder. Wir waren heute ja, ich sag trotzdem brav, ja. Wir haben neue Monster kennengelernt. Wir wissen, welche Viecher uns dann noch hier erwarten werden in Zukunft. Wir sind auch gerade dabei, diese bösen Ogre-Verschnitte, sage ich jetzt mal, von Supermutanten zu besiegen. Dass die reden können, das wundert mich gerade schon ein bisschen. Also, beziehungsweise finde ich das gerade arg. Vielleicht schlummert ja in so einem Kerl noch irgendwas Menschliches. Ich meine, der kann reden. Ich meine, okay, nur weil man reden kann, das macht jetzt keinen Menschen aus, aber ich meine nur eine gewisse Form, sage ich jetzt mal, von Möglichkeiten oder Restintelligenz, was der noch hat, ne? Das, aus meiner Sicht, könnte das durchaus, ja, was Positives sein. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Heilmittel, aber vielleicht besteht einmal die Möglichkeit, dass man wirklich mit dieser Gattung, sage ich jetzt mal, Freundschaft schließen kann. Das wäre cool. Also mich würde es freuen. So, den Hammer tun wir noch weg. Ja, ich quatsche wieder zu viel. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!